Equal Pay Day. Wir sind Papst. Hieß es einst in der Bild dank dem Ratzinger. Wir sind Bildungsministerin dank Bettina Stark-Watzinger. Das ist ein Top-Reim. In dem Fall heißt es wirklich für uns alle hier mitgemacht. Wissen macht Kissenschlacht, was ist denn das? Wissenschaft. Denn ist uns das Salz der Erde alles ein bisschen verwürzt, werden bei Bildung zuerst mal die Mittel gekürzt. Ohnehin prekär, doch in der Krise sind Sie die Verlierenden, adressierte die Ministerin kürzlich die Studierenden. Das hörte ein Herr Kissler von der Neuen Zürcher Zeitung. Er beschwerte sich öffentlich bei der Ministeriumsleitung. Die Ministerin würde den falschen Ausdruck verwenden. Es hieße nicht Studierende, es hieße Studenten. Kissler war nicht allein, ihm pflichteten Tausende bei. Schon erstaunlich, diese Anti-Gender-Sprachpolizei. Sie riefen, Studierend sei Partizip, man müsse kapieren. Studierende sind nur jene, die gerade aktiv studieren. Ich las das dann, lesend, und es ergab für mich Sinn, dass ich, sobald ich lese, nicht mehr alleinerziehend bin. Nur wer wirklich gerade Witze macht, ist eine Witzelnde. Und wenn die Chefin einschläft, ist sie nicht mehr Vorsitzende. Klar. Wie nett, dass Herr Kissler uns das alles erklärt. Solch vornehmes Wissen bleibt uns Fußvolk verwehrt. Das gibt mir jetzt die Chance, diesen Vorgang zu erwähnen. Euch allen durch jenen das Mansplaining zu mansplainen. Und das bringt mich zu einem häufigen Vorwurf gegen das Gendern. Wer gendergerechte Sprache wolle, würde dadurch kaum etwas ändern. Okay, wenn es wenig ausmacht, wie wir die Welt sprachlich gestalten, warum könnt ihr Gendergegner dann nicht schlicht die Schnauze halten? Ein bisschen plakativ, aber gut. Am liebsten sind mir aber jene, die rufen, wir haben größere Probleme, als bestünde Gleichberechtigung nicht aus viel vernetzten Themen, als müsse man sich entscheiden, ob man über Sprache spricht oder doch lieber für gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit ist. Als könne man sich nur gegen Rassismus einsetzen oder sich mit KlimaaktivistInnen vernetzen. Als hätte man in allen Dingen immer nur eine Wahl. Als funktionierte diese Welt nicht allemal intersektional. Tut mir leid, Klaus-Jürgen, ich weiß, dass dich jetzt das schockiert, weil die Welt nicht so wie bei dir im Kegelclub funktioniert. Da kannst du immer nur eine Kugel gleichzeitig werfen und gehst seit 1973 mit demselben Witz auf alle Nerven. Aber Gleichberechtigung muss auf vielen Ebenen parallel stattfinden. Bessere Zukunft kann nur auf einer gerechten Gesellschaft gründen, die mit sich und der Welt nachhaltig und besonnen umgeht. Das ist so komplex, weil das Patriarchat auf vielen Säulen steht. Bei der Gender Pay Gap ist es jedoch ganz einfach, mein Sohn. Das wird nicht komplexer als die Formel gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Das gilt für jeden Job. Alles andere wäre ja auch Blödsinn. Eines Tages heißt es dann bei gleicher Bezahlung, wir sind Päpstin. Herr Kissler und Klaus-Jürgen mag das gar nicht gefallen. Doch geschieht es am Ende zum Vorteil von allen. Noch bleiben Kegelclubs und Medien als traurige Archen. Da können alte Patriarchen die Zukunft verschnarchen. Im Grundgesetz steht, wir sind alle gleichberechtigt. Mehr fordern wir nicht, aber das dafür heftig. Dass wir alle heute hier sind, ist wirklich mehr als okay. Doch gut ist es erst, wenn wir nicht mehr brauchen, den Equal Pay Day. Dankeschön. Ja.